Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone, wo ich euch beim letzten fiese Cliffhanger zurückgelost habe. Und wir machen natürlich gleich wieder weiter. Wir wollen ja zum Colonel. Ausnahmsweise wollen wir das mal zum. Und nicht wir müssen zu ihm. Naja, mehr oder weniger ist es ja schon. Ach. Missionspflicht, klar. Aber, ui. Da habe ich zwei hintereinander ausgeschaltet. Und ja, klar ist es Missionspflicht, dass ich da hier muss. Aber ich will auch hier und dem der gar ausmache, dem selbstgefällige, religiös-fanatische Scheißkerl. Gibt es hier noch irgendwas? Die haben nicht zufällig hier nochmal Munition gebunkert oder so. Nee. Wir könnten uns den Verband Reiföhner. Dann können wir dann nämlich hier abrippen. Und ab zur Videosequenz. Na los, Lieutenant. Wo ist der verdammte Zünder? Lass mich, Mann! Ich lasse mich hier nicht zurück. Viva, wir befolgen nur Befehle. Es muss nun mal so sein. Verdammt, wo ist er? Oh Gott. Viva! Wo ist der Zündermann? Skizzo, gib ihn mir. Lass ihn besser gehen. Rette Weaver. Ich bring dich um, Mann. Dann kriegst du auch den Zünder nicht. Okay. Ach, verdammt nochmal. So geht's wohl nicht. Okay, das wäre ja auch zu einfach gewesen. Ich schieße ihn ins Kreuz und dann war's das. Normalerweise bei Geiselnahme und so hat es immer funktioniert. Viva, wo ist der Zündermann? Okay. Für einen Outlaw-Biker. Was war das jetzt? Oh, verdammt nochmal. Was kann ich denn dann sonst machen? Ich muss ihn wahrscheinlich one-shotten, ne? Viva! Wo ist der Zündermann? Du lässt ihn besser gehen. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich bring dich um, Mann. Danke. Ja, du bist. Ja, das hat Käufer. Okay, erledige alle Milizsoldaten wieder für einen Outlaw-Biker. Ja, das hat anscheinend wirklich was gebraucht, dass ich ihm den Helm weggesenzt habe. Das hat ihm sein erbärmliches Leben kurzzeitig nochmal gerettet. Weaver, Sie müssen sofort hier weg! Los, los! Hier kommen Leute aus dem Nordtor raus! Los! Gut, hervorragend. Hoffentlich schießen meine eigenen Leute ihn jetzt nicht um. Du bist ein verdammter Sturkopf. Weißt du das? Du verdammtes Arschloch. Ich weiß, was du getan hast, Deke. Ich weiß es ganz genau. All die toten Ripper. Oh ja, du hast sie ersäuft, als wären sie verdammte Ratten. Nee, Ratte behandelt mal besser. Gefallen getan. Aber Iron Mike hat das anders gesehen, oder? Ja, ich will, dass du eins weißt. Ich hatte keine Wahl. Ich wollte ihn zur Vernunft bringen. Aber er sah es nicht an. Wow. Hier sterbe ich offensichtlich sehr häufig. Man, oh, Miedersen. Aber ja, der pappelt sich um Kreuz und Krake hier. Der pappelt sich hier um alles durch. Um Kopf und Krake. So rum. Jetzt habe ich es endlich mal richtig vor lauter Gut, ne? Okay. Da müssen wir ein bisschen anders vorgehen. Da hilft das Sniper nicht mehr. Dann arbeiten wir mit den fetten Geräten. Weaver, Sie müssen sofort hier weg! Los, los! Hier kommen Leute aus dem Nordtor raus! Los! Okay. Du bist ein verdammter Sturkopf! Weißt du das? Ich weiß, was du getan hast, Deke. Ich weiß es ganz genau. All die toten Ripper. Oh ja, du hast sie ersäuft, als wären sie verdammte Ratten. Nach wie vor behandelt man Ratte besser. Du hast der Welt einen Gefallen getan. Aber Iron Mike hat das anders gesehen, oder? Ja, ich will, dass du eins weißt. Ich wollte den alten Mann nicht töten. Wirklich nicht. Ich wollte es ehrlich nicht, Dick. Aber ich hatte keine Wahl. Ich wollte ihn zur Vernunft bringen. Aber er sah es nicht ein. Er hörte mir nicht zu. Du willst mich unbedingt umlegen. Hä?
Wenn er folgt. Du bist ihretwegen hier, was? Richtig? Ja, du bist ihretwegen hier. Dann habe ich schlechte Neuigkeiten. Die ja, kennt St. John. Ne? Als Curry dich geholt hat, hat das dem Colonel ganz und gar nicht gefallen. Nein, Sir. Er hat sie erledigt. Zerquetscht wie ein rohes Ei. Alter. Am Arsch. Nix hotter. Nix hotter. Das sind jetzt auch wieder nur dumme Drohungen von Skizzo, wieder dummes Gebaffel. Der ist natürlich auch wieder unter Druck, ne? Und bumm. Wow. Alter. Irgendwie müssen wir das anders lösen. Dann machen wir etwas, was ich auf der Tod nicht ausstehen kann. Weil es einfach widerlich ist. Aber muss ja dann wohl sein. Und zwar Molotovs bei Menschen-Wände. So was kann ich auf der Tod nicht ausstehen, weil ich finde, dass Verbrennen so ziemlich der ekligste Tod ist, den es gibt. Weaver, Sie müssen sofort hier weg! Los, los! Hier kommen Leute aus dem Nahtor raus! Los! Du bist ein verdammter Sturkopf! Weißt du das? Ich weiß, was du getan hast, Dick. Ich weiß es ganz genau. All die probieren Sie das so? Das geht nämlich schneller als mit einem MG. Du hast sie ersäuft, als wären sie verdammte Ratten. Du hast der Welt einen Gefallen getan. Aber Iron Mike hat das anders gesehen, oder? Ich will, dass du eins weißt. Ich wollte den alten Mann nicht töten. Ich wollte es ehrlich nicht, Dick. Aber ich hatte keine Wahl. Ich wollte ihn zur Vernunft bringen. Aber er sah es nicht ein. Er hörte mir nicht zu. Du willst mich unbedingt... Du bist ihretwegen hier, was? Richtig? Ach ja, du bist ihretwegen hier. Scheiße, scheiße, scheiße. Da habe ich schlechte Neuigkeiten, Deacon St. John. Als Curry dich geholt hat, hat das dem Colonel ganz und gar nicht gefallen. Nein, Sir. Er hat sie erledigt. Zerquetscht wie ein rohes Ei. Ja, wie gesagt, der Typ baffelt sich natürlich mal wieder um Kopf und Kraker. Muss er ja irgendwie, ach. Skizzo! Bringen wir es hinter uns! Jetzt! Okay, jetzt habe ich mich durchgeballert. Das sind jetzt wahrscheinlich die ganze loyale Arschkrampe, die noch zu Colonel Garrett stehen und noch Skizzo irgendwie unterstellt sind. Muss ich aber sagen, das finde ich etwas merkwürdig, dass der halt wirklich Skizzo so schnell, so blind vertraut, dass der irgendwie sofort die Lücke füllt, die Curry irgendwie schon ewig ausgefüllt hat als sehr loyaler und vor allem sehr guter Captain, dass er dann so einen dahergelaufenen Typ einfach nimmt und dann in den Captain-Rang befördert, wobei mit Curry halt wirklich ein verdammt guter, erfahrener Veteran dort dabei war, der auch schon, als die Welt noch funktioniert hat, Hauptmann war. Naja, die Lücke müssen halt gefüllt werden, dann nimmt man halt die beste Speichellecker und andere Arschgeige, ne? Okay. Ich glaube, wie gesagt, ne, dass Sarah tot ist, das muss der jo behaupten, um irgendwie noch gut dazustehen. Was zur Hölle? Was das? Du mieses Arschloch! Ich bring dich um mit meinen bloßen Händen, hörst du mich? Kann ich jetzt überhaupt noch irgendwas machen? Nein, Bruder. Ich kann halt mal schießen. Jetzt habe ich mich einfach aus dem Gebiet entfernt, aber da ging nichts mehr. Ich wollte mich jetzt aber nicht ohne Waffe einfach auf den Stürzer. Du mieses Arschloch! Okay, dann muss das wohl so sein. Ich bring dich um mit meinen bloßen Händen, hörst du mich? Okay. Knetkopf, du solltest doch in Deckung gehen. Aber ich muss dich wohl abrollen, einfach nur, ne?
Also wie es da jetzt gestanden hat bei den Tipps, ne? Du mieses Arschloch! Der sieht jetzt halt einfach nur rot. Meinen bloßen Händen, hörst du mich? Ja. Oh Mann, fertig! Machen alle! Yes! So. Weißt du was, Kisser? Es gab mal eine Zeit, da hätte ich dich nach draußen gezerrt. Nein. Und ich hätte dich den Freaks überlassen. Aber hey, 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 hey. Das werde ich nicht tun. Willst du wissen, warum? Weil sie dich zerreißen. Stück für Stück. Aber weißt du was? Sie hätten keinen Spaß dran. Und die zweteklige Art und Weise, jemand umzubringen. Verbrenn das widerlichste Kehleschnitz, zweitwiderlichste. Aber passendes Ende für einen Scheißkerl. Trophäe erhalten in Kupfer, darauf habe ich gewartet. Ja, wie gesagt, passendes Ende für einen Scheißkerl. Hat er noch was? Nee. Hört ihr nicht? Gott hat diesen Ort geweiht. Das ist heiliger Boden. Ach du Scheiße. Uns kann nichts geschehen. Das ist nicht Vaters Strumpf. Nichts geschehen. Vaters Strümpfe haben Streifen. Alter. Der ist ja noch gruseliger, wenn er so babbelt. Aber Dieg ist auch ordentlich argschlacher. Captain Wow ist jetzt schon mal tot als letzte Barrikade. Fehlt nur noch Colonel Wow. Wann oder warum? Aber ich... Ich sah etwas. Mhm, war klar, dass er lebt. Vor einem Monat oder so, ich... Ich spürte etwas. Etwas, das ich lang nicht gespürt hatte. Und ich weiß, dass viele von euch vielleicht ebenso empfunden hätten. Ich glaube, dass wir einfach... Deacon? Geben Sie mir Ihre Waffe. Bitte. Lassen Sie sie gehen, Colonel. Es ist vorbei. Die Miliz ist erledigt. Möchten Sie einen Tee? Aber natürlich. Sarah, schenken Sie dem Drifter einen Tee ein. Die Arche war unsere einzige Hoffnung. Das wissen Sie natürlich. Das Gift drin, nämlich auch. Nach der Säuberung der Welt hätte sie es uns ermöglicht, das alles wieder aufzubauen. Es war alles hier. Geschützt. Gerettet durch Gottes Gnade. Das Einzige, was uns fehlte, war ein Klavierspieler, nicht wahr? Das ist jetzt unwichtig. Wenn alles weg ist, wird keiner mehr da sein, um Musik zu hören. Sie haben uns vernichtet. Sie haben unsere Arbeit zunichte gemacht. Nein, Colonel, das waren Sie, als Sie diesen heiligen Krieg begannen. Wenn ich wählen müsste, zwischen Ihnen und den Freaks, dann nehme ich die Freaks. Denn wenn die Freaks töten, dann wollen sie einfach nur essen. Und sie töten keine wehrlosen Frauen. Nein! Oh, oh. Ja, das ist schon vergiftet mit dem Schierling, ne? Du bist hier. Na los, so.
beziehungsweise Sarah hatten vergiftet, indem sie die Schierling reingepackt hat, nämlich mal a. Vielleicht hat er aber auch so einen Selbstmordkomplott vorgehabt, alle Sprenger sich bunkern und dann. Jo. Dann war's das. Hey, wo ist Bosa? Er ist tot. Willst du dich etwas Wasser? Okay. Hey, könntest du da ein Sanitätszelt aufstellen? Hey! Hey, da drüben ist der Höhleneingang. Da sind Vorräte und Verbände. Nimm dir ein paar Männer und los. Du, na los. Ricky! Eddie! Leben beide noch. Hier drüben, helft mir mit ihm. Vorsicht! Ich kann helfen. Ich bin Ärztin. Es ist vorbei. Alle die, die von der Explosion nicht erwischt wurden, haben einfach aufgegeben. Wo ist Boozer? Ricky, ich brauche Hilfe hier drüben. Ricky! Ja. Wie kann ich dir helfen? Hey! Was? Ist noch was für mich da? Nee. Bose. Sorry, bin spät dran. Nein. Ja. Nein, nein, nein. Ich bin gesprungen. Nein, verdammt. Kurz vor dem Ende der Brücke, ja. Ich hab doch den Schock. Nein, nein, nein. Diese Druckwelle, die war selbst unter Wasser heftig. Das war meine Fahrt. Oh, Gott sei Dank. Was? Dachtest du, ich hätte mich selbst hochgejagt? Ja. Und wer würde dich da noch verarschen? Na, ich. Hey! Oh! Hey! Deine Schwester! Naja, lange Geschichte. Also, ich hörte, jemand hat nach dir gesucht. Naja. Er hat von nichts anderem geredet. Ja, es hör nicht auf ihn. Es war wirklich eher seine Idee. Ricky, Eddie! Wer bringt mich jetzt aus diesem Drecksloch raus? Sau gut, dass es überlebt hat. Ah, okay. Manchmal können Spiele ihm dann doch noch überraschen. Aber ich glaube, die größere Überraschung wäre tatsächlich, wenn er wirklich tot gewesen wäre. Und nicht nochmal so ein Deus Ex Machina und hoho, er lebt doch noch, ne? Ja. Nimm sie, Bruder. Ich hab gehört, sie wollen das alles hier wieder aufbauen. Der Colonel hatte nicht nur schlechte Ideen, bis auf die total verrückt. Der zweite, der mir das sagt. Wer noch? Corey? Weißt du was? Scheiß auf den Typ. Hey. Er ließ uns im Stich. Ohne ihn wären wir alle tot. Wie du meinst, Mann. Ich glaube, wir versuchen es nochmal ohne diesen Armeescheiß. Mit Weaver in Sachen guter A-Führer. Hey. Die verpassen meine Rede. Na, das kann ich verkraften. Ja, Weaver ist doch noch ganz cool. Bruder, wir haben's geschafft. Du hast's geschafft. Ja, Mann, weißt du, ich muss zugeben, dass ich kurz dachte, du würdest da mich in die Luft jagen. Ich sagte doch, ich hab noch zu tun. Zeig's ihnen, Bruder. Ja, dann mal los. Jack wäre stolz. Bleibt wohl nur noch letzt die Rede von Deek übrig, ne? Könnte es sein, dass wir dann das Spiel beendet hätten. Hast es geschafft? Wir haben es geschafft. Komm her. Siehst du? Gutes geschieht, wenn man eine Kerze anzündet. Hm. Naja, das war eher ein Lagerfeuer. Stimmt. Super.
Ich bin schon sehr gespannt auf deine Rede. Ach, komm schon. Das wird auch keine Rede. Okay. Ma'am. Oh, shit. Es reicht jetzt damit. Was ist los? Warum werden alle so still? Oh, ja. Sie warten auf dich. Dein Stichwort. Danke. Ich weiß, wir haben hier viel wieder aufzubauen. Also fasse ich mich kurz. Ich bin kein Anführer. Ganz egal, was ihr sagt, bin ich nicht. Aber ihr habt hier heute was geschafft. Wir haben hier was geschafft. Wir haben gemeinsam gekämpft. Nicht, weil irgendein Arschloch das befohlen hat. Nein, sondern weil es das einzig Richtige war. Und wisst ihr was? Wir haben gewonnen. Ihr habt gekämpft. Für den Neuanfang. Ihr habt gekämpft, um Leben zu retten. Für andere. Für ihr Überleben. Ihr habt alles geopfert, was ihr hattet. Alles, was ihr seid. Die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Seht ihr, darum sind wir noch hier. Darum sind wir noch hier. Denn wenn wir nicht mehr hoffen auf ein besseres Leben oder auf eine bessere Zukunft, wofür kämpfen wir dann? Das ist der Iron Mike, ja. Er sagte mir mal das, dass wir die Welt formen durch das, was wir tun. Ha? Was haben wir getan? Ha? Und was werden wir tun? Seht ihr das? Dies ist der erste Schritt. Ich dachte, du wolltest keine Rede halten. Ja, ich hab's versorgt. Und wie war ich? Weißt du, es war okay für einen Outlaw-Biker. Outlaw-Biker, hä? Bist du abfahrbereit, meine Dame? Ich weiß nicht, kommt drauf an, wohin geht's denn? Wohin auch immer wir wollen. Bisschen schwülstig, aber an sich haben die Kernthemen, die er angesprochen hat, eigentlich schon gestimmt. Weil das Wichtige ist wirklich dieses, dass es kein Arschloch befohlen hat, dass man angreift, sondern dass sie gewusst haben, da geht's um einen Tyrann, der Leben bedroht, deswegen muss der gestürzt werden. Und allesamt auch für einer, den sie gemocht haben, in dem Fall für Mike. Und das waren die richtigen Motive. Und dass diejenigen, die sich ergeben haben, jetzt auch mehr oder weniger aufgenommen werden und das Camp, die Deschutes County Miliz neu machen wollen, vollkommen in Ordnung. Dann wirklich ohne den Miliz-Scheiß. Jo, das war's dann, alle liebe Leute, wie es aussieht, ne? Band Studio verabschiedet sich hier mit der letzten Sequenz anscheinend von Days Gone. Ich bin gespannt, ob es noch irgendein Secret Ending oder ähnliches zum Schluss noch aufweist. Ich persönlich kann nur Sarah. Es war ein richtig geiles Spiel, das hat mir mega gut gefallen. Und bis auf die Unreal Engine Grafik, die jetzt außerhalb von der Filmsequenz nicht so der Hit war. In der Filmsequenz waren sie schon ganz cool gemacht, da kann man nichts sagen. Aber so außerhalb von der Sequenz sah es manchmal dann doch wieder etwas automatisiert und merkwürdig aus. Aber ansonsten war das eigentlich echt cooles Spiel. Geiler Soundtrack, geile Story auch mit der Freaker und so, die eigentlich eher infizierter als Zombies sind. An sich ganz cool. Coole Mucke nach wie vor, muss ich wirklich so sagen. Der Soundtrack ist echt mega.
Colonel Garrett als Antagonist. Ich glaube, der hat 4 Sterne gehabt an seiner Brust im Hemd, ne? Das ist normalerweise ein General, soweit ich das richtig weiß. Ihr könnt mich doch gerne korrigieren. Aber offensichtlich war der General vor dem Ganzen und nennt sich jetzt hier Colonel Garrett, weil immer die durchgeknallte Idiote in Filme, Spiele und Bücher und sonst wo immer Colonel sein müssen. Vielleicht hat er sich doch persönlich degradiert dafür, oder weil einer Miliz immer nur ein Colonel und kein General vorsteht. So viel kann ich jetzt auch nicht sagen, ob jetzt in der Nationalgarde in Amerika beispielsweise, ob du jetzt auch nicht ein General vorsteht, sondern ein Colonel, kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall war er 4 Sterne und anscheinend wurde mit auch General und hat sich halt Colonel Garrett nennen lassen. Na gut, vielleicht ist es auch irgendwie ein komischer Übersetzungsfehler, weiß der Deibel, was da abgelaufen ist. Aber vielleicht hat auch ein Colonel 4 Sterne und ich bin der absolute Idiot, der keine Ahnung hat, dürfte mich auch sehr gern korrigieren. Generell auch landschaftlich, jetzt wo man es gerade so wieder ein bisschen sieht, mega. Sowohl das Postapokalyptische mit dem Rotz, der überall rumliegt und die zerstörte, kaputte Welt, als auch die Landschaft, die einfach wunderschön bleibt in Oregon. Mega. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht bei Days Gone, diese Landschaft einfach zu genießen. Also bombastisch. Wenig Mankos meiner Meinung nach, aber dafür glänzt mit sehr coole Charaktere. So richtige Biker-Outlaws, die sind ganz cool gemacht gewesen. Ein bisschen schwülstig, aber mit ihrer Liebesstory, aber das passt schon. Deke, generell ein cooler Charakter. Boozer, auch ein ziemlich cooler Nebencharakter. Sarah eigentlich auch ein ziemlich toughes, cooles Mädel. Und die Antagonisten waren alle richtige, abgeranzte Widerlinge. Wie Carlos von The Ripper, wie beispielsweise auch Colonel Garrett selber als ziemlicher Arsch. Schizo. Ich persönlich fand es einfach cool gemacht. Und ich muss sagen, ich wäre es jetzt nicht so halter, dass ich nach der Hauptstory jetzt nochmal die ganze Horde nochmal ausräuchern werde. Ich habe für mich entschieden, das wird für mich mein Privatvergnüge. Wir haben hier beim Let's Play das gesehen, worum es geht, und zwar die Hauptquest und die Hauptstory. Und ich jetzt sage, ich gönne mir Days Gone als Privatvergnüge dann zum Schluss nochmal und mach die Horde solo platt. Da habe ich nämlich auch noch mal ein bisschen so Spaß und kann mal endlich mal wieder zocken, ohne gleichzeitige Aufnahme machen zu müssen. Dann komme ich nämlich auch noch mal ein bisschen zu was. Und vielleicht noch mal abschließen die Sequenz hier. Ja. Nach wie vor wieder Sony Interactive Gedöns, jetzt kommen wieder Credits und ich die Sache, ihr liebe Leid. Ich kann mich an der Stelle schon verabschieden, wir lassen zwar die Credits ein bisschen rattern, wenn wir sie nicht überspringen können. Und sollte sich zum Schluss nochmal irgendwas ergeben, was an geheimem Ending oder so noch kommt. Wobei das eigentlich schon ersichtlich ist, dass es hier ein bisschen weitergeht, ne? Wenn hier die Credits weiterrollen und die Sequenzen noch weiterkommen dazu. Auch wenn es gerade ein bisschen hängt, ja. Würde ich einfach sagen, ich verabschiede mich an der Stelle mit meiner Facecam. Und wenn da noch irgendein tolles Ende kommt, sehen wir uns dann nochmal. Allerdings ohne Facecam, weil ich jetzt sage, das Let's Play ist damit für mich verabschiedet und beendet. Ich habe euch die Hauptstory gezeigt. Ich kann noch zu meinem Privatvergnügen ein bisschen so nochmal Horde ausräuchern und ein bisschen rumrennen. Und das Ganze nochmal genießen. Vielleicht kann ich es auch nochmal auf Mittel und auf Schwer durchzocken. Das wird sich zeigen. Aber wir haben hier einen sauberen Abschluss gefunden. Und ich jetzt sage, vielen lieben Dank, dass ihr die ganze über 100 Folge von Let's Play Days Gone auf Pelzig durchgeguckt habt. Und mir hier so schön beigestanden habt. Ihr könnt jederzeit natürlich noch andere Let's Plays von mir gucken und auch das aktuell laufende Dragon Age Origins auf Pelzig Projekt. Alter, diese Landschaft, die macht mich so fertig. Geil! Jo, ich würde sagen, ich mache an der Stelle hier meinen endgültigen Abschied mit der Facecam und wir sehen uns wieder bei anderen Let's Plays. Macht's gut bis dahin, vielen Dank, dass ihr das mitgeguckt habt. Tolles Let's Play. Iron. Yankee.